Braune Kohle im Boden tief drin, deren Abbau fehlt jeglicher Sinn. Will man rausholen, weil man sie hat, dafür macht man, was drüber steht, platt. Was passiert, das raubt einem die Worte. Vandalismus der übelsten Sorte. Ganze Ortschaften ausradiert weg, Häuser, Kirchen, Gräber zu Dreck. Sollte jemand zur Schweigsamkeit neigen, nun ist Zeit, dass man nicht länger schweigt. Zu manchem darf man nicht nur schweigen, auch wenn man zur Schweigsamkeit neigt. Energieunternehmen und Staat, eng verbunden wie ein Syndikat, sind Politiker reichlich geschmiert. Wird ein Schmierenstück inszeniert. Die Manager von RWE treibt Gier an von Kopf bis zum Zeh. Wer den Abrissbeschluss mittrug, bekam den Hals nicht voll genug. Wer sich beteiligt, der ist mit dabei. Jedem steht die Entscheidung ja frei. Ob man die Karre mitschiebt oder zieht, fördert, was passiert und geschieht. Man entscheidet auch selber, ob man sich wehrt und sich mutig dagegen stellt. Es gibt immer Leute wie Judas, die alles machen, einfach alles für Geld. Jeder Aktionär hat doch ein Ziel, so hat er seine Hand mit im Spiel. Auf Rendite wird klar spekuliert, man trägt Schuld mit an dem, was passiert. Manche Stadt hat ein Aktienpaket, verdient mit, wird am Schalter gedreht. Sträubt sich gegen Stromkonkurrenten, die die Zeichen der Zeit nicht verpennen. Sollte jemand zur Schweigsamkeit neigen, nun ist Zeit, dass man nicht länger schweigt. Zu manchem darf man nicht schweigen, auch wenn man zur Schweigsamkeit neigt. Jeder, der im Vorstand mitsitzt, im Betriebsrat den Kurs unterstützt, jedes Mitglied im Aufsichtsrat und Politiker mit kurzem Draht. Jeder, der all die Märchen erzählt, hat sein Thema doch selber gewählt. Wer als Konzernsprecher Lügen auftischt, selber gern mit beim Wahnsinn mitmischt. Wer sich beteiligt, der ist mit dabei. Jedem steht die Entscheidung ja frei, ob man die Karre mitschiebt oder zieht, fördert, was passiert und geschieht. Man entscheidet auch selber, ob man sich wehrt und sich mutig dagegen stellt. Es gibt immer Leute wie Judas, die alles machen, einfach alles für Geld. Wer als Ingenieur all das geplant, mit den Weg in Zerstörungswahn bahnt, hat er beim Rechnen mit einkalkuliert, wie man schließlich sein Tun bilanziert. Ob der Baggerführer mitdenkt, wer die Abrissmaschinen mitlenkt, wer Dächer und Mauern zerstört, hat nicht sein Gewissen gehört. Sollte jemand zur Schweigsamkeit neigen, nun ist Zeit, dass man nicht länger schweigt. Zu manchem darf man nicht nur schweigen, auch wenn man zur Schweigsamkeit neigt. Böhm.
Büttel ist nur, wer's will oder mag, bestimmt selbst, was er isst jeden Tag. Ob er Hände sich selbst schmutzig macht, dem Gewissen folgt Untat bewacht. Sekretärin und auch Werkschutzmann, wer die Hand reicht, der legt sie mit an. Dreck geht von der Haut nicht mehr ab, die Schuld nimmt man mit sich ins Grab. Wer sich beteiligt, der ist mit dabei, jedem steht die Entscheidung ja frei. Ob man die Karre mitschiebt oder zieht, fördert, was passiert und geschieht. Man entscheidet doch selber, ob man sich wehrt und sich mutig dagegen stellt. Es gibt immer Leute wie Judas, die alles machen, einfach alles für Geld. Kritisiere ich zu schnell und zu platt den, der für andere zu arbeiten hat. Eine Familie hat, nicht anders kann. Wer er ohne Job, was macht er dann? Wer stellt Weichen, hat Knöpfe gedrückt. Wer bestimmt, wer hat sich nur gebückt. Wer setzt schweigend um, was man verlangt. Und wer nicht, wie wird das dem gedankt? Sollte jemand zur Schweigsamkeit neigen, nun ist Zeit, dass man nicht länger schweigt. Zu manchem darf man nicht nur schweigen, auch wenn man zur Schweigsamkeit neigt.